Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen ETS 2 Video hier auf Alpha Logistik. Wir schauen uns heute eine neue Version oder die Preview einer neuen Version der RPM an. Vielen, vielen Dank an die Urheber der Map oder an das Team der RPM Map, dass die mir mal wieder vorab eine Version zukommen lassen haben. Beim letzten Mal habe ich es ja nicht geschafft, sie zu zeigen. Diesmal sind wir hoffentlich noch vor Release im Zeitplan. Und ihr seht schon zwei der Neuerungen dieser Map. Zum einen werden wir gerade hier einmal wunderschön beladen, so wie wir es aus dem ATS Arkansas DLC kennen. Nur, dass wir heute nicht in Arkansas sind, sondern in Rheinland-Pfalz. Und im ETS 2 gibt es dieses Feature theoretisch noch gar nicht. Die Jungs von der RPM, die haben es eingebaut. Das hatten wir im letzten Update schon mit den Getreidegeschichten. Und das haben wir dann in diesem kommenden Update einmal mit Holz. Funktioniert momentan noch nicht mit allen Trailern in der Beta, die ich habe, aber zumindest hier mit dem Schwarzmüller und ich glaube mit irgendeinem anderen. Und ich denke mal, zur Release wird es dann wahrscheinlich eh mit allem funktionieren. Und die zweite Neuerung, die wir hier auf den ersten Blick schon direkt sehen, natürlich, das ist dieser MAN. Die RPM-Map, die baut irgendwie ihr Vehicle-Line-Up sehr, sehr gut aus. Ja, es ist der Standard-SCS-MAN, aber der hat so ein paar Tuning-Teile von dieser 100-Jahre-Diesel-Edition, wie zum Beispiel Sonnenblende, Skin, Frontblende, hier unten die Kühlerrippen und auch einen eigenen Innenraum mit diesen blauen Akzenten hier und eigene Sitze. Also tatsächlich echt cool, was die hier mittlerweile haben. Und wir gucken einfach mal auf die Map. Zum einen könnt ihr jetzt seit diesem Update die Map mit, wie heißt sie? Mit der Heilbronn-Map zusammenfahren. Da fahrt ihr, glaube ich, hier bis Annweiler. Und irgendwo hier in Annweiler wird es dann so einen Punkt geben, wo ihr mit der Fähre oder mit dem Zug oder wie auch immer nach Heilbronn überfahren könnt. Ich nutze die Heilbronn-Map nicht, deswegen habe ich sie jetzt hier auch nicht drin. Ist einfach nicht mein Ding. Aber es ist natürlich eine Geschmackssache. Aber das geht theoretisch. Also wer da Bock drauf hat, der kann das gerne machen. Ansonsten habe ich auch festgestellt, es kann natürlich auch sein, dass es das schon länger gibt. Da müssen wir aber gleich mal im Changelog gucken. Da habe ich nämlich festgestellt, dass wenn wir hier auf Service gehen und dann auf Aufliegerhändler, haben wir hier einen RPM-Händler. Haben wir hier einen Vieh- und einen Autotransporter. Und das ist natürlich auch wieder mega cool. Gut, Viehtransporter gibt es ja eigentlich, soweit ich weiß, normal schon im ETS 2. Aber wir haben ja einfach einen Autotransporter mit dabei, was ich mir von SCS ja schon seit Ewigkeiten wünsche. Das haben wir hier mit drin, wenn wir die RPM fahren. Also wenn ihr da Bock drauf habt, dann ist das doch auf jeden Fall mal eine Idee. Wie gesagt, das kann sein, dass es schon länger gibt und dass ich das in der Vergangenheit immer übersehen habe. Wir starten jetzt aber mal das Ding. Ach so, und was ich euch vielleicht noch gar nicht gezeigt habe, was aber auch ein Update vorher schon kam. Wobei, das kann ich jetzt, glaube ich, gar nicht sehen, ne? Weil ich noch nicht online kaufen kann. Wobei, ich kann zum Modhändler gehen, theoretisch. Kann zum Modhändler gehen. Und zwar ist das hier der Setra. Den gibt es jetzt hier auch bei der Map mit dabei. Also wir können ja auch jetzt mit dem Bus durch die Gegend fahren und es wird ein eigener Bus mitgeliefert, was natürlich auch sehr cool ist. Der hat ja auch seine eigenen Skins, FC Kaiserslautern, Flixbus, H-Team, okay, interessant, TUI, VRN, also was auch immer ihr da fahren wollt, da gibt es einige Möglichkeiten und sie haben es jetzt übrigens auch so gemacht auf der RPM-Map, dass du den Renault Range T-E-Tech zum Beispiel ganz normal erwerben und fahren kannst. Was ich übrigens auch einen ganz coolen Schachzug finde. Und den elektrischen Skyner dann dementsprechend natürlich auch. Das geht genauso. Und ist halt auch nochmal so eine coole Sache. Ja, dass wir hier. Ich weiß zwar nicht, wie das dann mit dem Tanken hier auf der Map funktioniert. Ich denke mal, da wirst du dann halt einfach zur Tankstelle fahren und das Ding voll machen. Oder es wird einfach in die Leer gehen, keine Ahnung. Aber das ist dann theoretisch halt auch möglich. So viel dazu. Ich will jetzt gar nicht so viel Zeit mit hier rum lamentieren, verschwenden. Und theoretisch gibt es aber dann hier irgendwo, also nicht bei diesem Händler, sondern eher bei diesem hier, wenn wir dann irgendwo durchscrollen, vielleicht auch noch einen elektrischen Scania. Möglicherweise. Dann könnte ich euch den auch noch schnell zeigen.
Aber ich glaube, oh, guck mal, die haben hier auch so SCS-Skins drauf, ne? Haben das alle Trucks im Gebrauchtwagenhändler oder ist das so ein RPM-Ding? Ich glaube, das ist so ein RPM-Ding, ne? Könnte ich mir gut vorstellen. Da ist der 100 Jahre Diesel MAN, den wir gerade fahren, aber den elektrischen Scania habe ich jetzt nicht gesehen. Es sei denn, ich habe ihn übersehen. Aber gut, darum soll es ja auch eigentlich gar nicht gehen. Wir haben nämlich auch noch eine weitere Neuerung, nämlich wurde Merzalben, wo wir hier jetzt gerade stehen, überarbeitet. Das heißt, wir werden jetzt einmal, ich denke, wir werden mal hier rüber fahren. Und wenn wir gegebenenfalls drehen und hier unten dieses Stück Landstraße angucken, was noch neu ist, weil ich weiß, vorher gab es, glaube ich, diese Landstraße hier nicht, sondern nur diese hier. Oder es gab nur diese und diese hier nicht. Also eins davon ist auf jeden Fall neu. Leider ist mein altes Safecam kaputt, deswegen sehen wir es jetzt hier nicht anhand dessen, was erkundet ist und was nicht. Und ich würde sagen, ich habe jetzt genug geschwätzt. Wir fahren jetzt hier einfach mal langsam los. Werden nebenbei den Changelog natürlich im Blick behalten und noch über so ein paar Sachen sprechen, die man jetzt hier auf den ersten Blick vielleicht noch nicht gesehen hat. Nach wie vor ist natürlich die Situation, dass SCS die Performance und die Engine noch mal ein bisschen optimieren muss, damit ich diese Map endlich mit sehr viel Fahrspaß fahren kann und keine FPS-Drops habe. Oder aber ich kaufe mir einen besseren PC. Aber mein PC ist eigentlich absolut ausreichend für den ETS 2. Zumindest sollte er es sein. Ich fühle mich ja hier. Oh. Das hätte man natürlich ein bisschen cleverer angehen können. Da merkt man, dass ich nicht in der SCS Driving Academy war, die wir im nächsten Update bekommen. Dann hätte ich das hier vielleicht ein bisschen cleverer gemacht und hätte nicht den Baum da geschliffen. Aber ihr seht schon, wir haben hier nach wie vor unsere schönen, knackigen, engen Waldwege. Und gestrüppt mit Kollisionen. Ich wollte es jetzt einfach umfahren, habe ich mir gedacht. Aber nicht funktioniert. Ich glaube, dieser Waldweg, auf dem wir jetzt gerade fahren, oh, eieiei, der ist sogar neu. Also der ist tatsächlich, glaube ich, irgendwas hier oben haben sie neu gemacht in der aktuellen Version. Wie gesagt, ich kann halt nicht hundertprozentig sagen, was, weil ich mein altes Safe Game nicht mehr ab. Das stürzt nämlich ständig ab, wenn ich reinlade, weil ich da auch noch ein paar Truck Mods und sowas drin hatte und irgendwas davon ist mittlerweile nicht mehr kompatibel und dadurch, dass ich es rausgenommen habe, meint das Safe Game, ein Ei legen zu müssen, wie das im ETS 2 halt so ist. Dementsprechend sind wir jetzt hier auf neuen Safecam unterwegs. Auch schön. Können wir auch mal machen. Fahren wir auf dem neuen Safecam durch den Wald. Alter, das Force Feedback ballert hier aber auch echt und der LKW wackelt auch ohne Ende, wie blöde. Theoretisch müssten wir hier wirklich mit so 10, 15 km/h durchfahren. Damit hier nichts passiert. Damit ich mein Safecam hier hinterher noch gebrauchen kann. Ja, probieren wir mal ein bisschen langsamer unterwegs zu sein. Vielleicht ist das die Lösung des Rätsels. Wir können aber nochmal so ein bisschen über den Changelog sprechen. Natürlich ist die Map jetzt auch mit der 1.51 kompatibel. Das ist jetzt auch noch so ein Ding. Company-Logos auf der Map haben einen Overhaul bekommen. Es gibt jetzt eine RPM-Soundfile-Map für irgendwelche speziellen Geräusche, die man hier auf der Map hört. Ich gehe mal davon aus, Vögel und Firmen und sowas. Alles Mögliche, was halt so Geräusche macht. Dann gibt es eine Kompatibilität mit der Heilbronn-Maps, was ich ja erwähnt habe. Mit dem Schmitz-DLC, mit dem Kögel-DLC und mit dem Käsebohrer-DLC. Das ist also gemacht worden. Merzalben, wo wir jetzt gerade sind oder gleich sein werden, hat ein Rework bekommen. Die L496 hat ein Rework zwischen Leimen und der K56 bekommen. Ich glaube, das ist der Abschnitt, der beim letzten Mal neu reingekommen ist. Muss ja dann bei Gelegenheit auch mal angucken. Genau, die Straße, auf der wir jetzt gerade sind, hat einen Reskin bekommen. Dann gibt es noch einen Reskin der Mühle in Hinterweidenthal. Okay. Und dann haben wir, wie gesagt, den DAF 25 in den Händler bekommen, also den 2025er DAF haben wir zum Händler bekommen, so rum. Wir haben den Scania, den elektrischen beim Händler und wir haben jetzt den Renault beim Händler. Dann gibt es einen neuen RPM-Skin, unter anderem auch für den MAN. Oh. Fährt der nicht hier rein?
Ich habe jetzt befürchtet, der fährt hier rein. Nö, der steht da. Okay, gut. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Junge, Junge. Warum stehst du da, Kumpel? Aha, jetzt fährt er weiter. Oh, da kommt aber schon der Nächste. Das heißt, ich sollte mich ein bisschen beeilen. Hier. Oh, was zum Geier machst denn du hier eigentlich? Hättest vielleicht ein bisschen mehr am Straßenrand laufen können, dann wäre die Gefahr auch nicht so groß, dass ich dich überfahre, mein Freund. Gut, wie auch immer. Mit dem Changelog machen wir gleich weiter. Ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich hier niemanden überfahre und auch nicht von dem anderen LKW mitgenommen werde. Das ist, glaube ich, erstmal wichtiger. Da läuft ja schon wieder so ein Vogel. Da kommt ein LKW runter, da schummeln wir uns jetzt vorher einmal durch. Ja, mehr Verkehr als auf dem Kudamm gefühlt. Oh. Dann machen wir wieder eine Engstelle. Natürlich auch, dass wir hier einmal durchkommen, aber das geht schon einigermaßen. Das ist unfassbar, wie viel Strecke die hier einfach mitten im Wald gebaut haben, ne? Jetzt muss man sich mal überlegen. Mich würde auch interessieren, wie die das gemacht haben. Also ich meine, Street View wird es hier ja keins geben. Sind die dann wirklich in den Wald gefahren? Am besten noch mit einer Kamera? Und haben das hier aufgenommen, die Waldwege, oder was? Könnte ich mir sogar fast schon vorstellen. Aber wir haben es ja gleich geschafft. Wir sind gleich runter von dem Ding, dann hat auch mein Force Feedback seine Ruhe. Können wir auch langsam schon mal mit dem Changelog fortfahren. Denn, wie gesagt, es gibt einen neuen Skin für den MAN-TGX. Es gibt auch neue Company-Skins und neue Skins für die Ownable-Trailer. Dann gibt es, was die AI angeht, noch ein paar Neuigkeiten. Und zwar gibt es jetzt ein VW T5 Cargo als KI-Fahrzeug, neue Trailer-Skins in der AI, ein Flixbus-Skin für den Neoplan Tourliner, Improved Spawn Ratio, also vielleicht eine verbesserte, ja, keine Ahnung, Regelmäßigkeit der spawnenden Fahrzeuge zur Hauptverkehrszeit oder so. So würde ich mir das jetzt erklären. Das ist, denke ich mal, so die Richtung. New Actros MP3 und MP4, Mercedes Actros MP3 und 4 Plastik Designs, dass die auch mit Plastikstoßstangen rumfahren. Old Red Rusty Tractor, okay, cool. Finde ich immer cool, wenn hier ein bisschen Traktoren unterwegs sind. New RPM AI Skin und dann ansonsten noch diverse Bugfixes. TGX 100 Jahre Edition. Und es gibt wohl auch eine White and Blue Edition vom Renault Range TE-Tech. Das habe ich jetzt noch nicht gesehen tatsächlich. Aber gut. Das ist so bis auf weiteres der Changelog. Wir gucken uns jetzt das Rework von Merz Alben einmal an. Und hoffen, dass die Performance halbwegs erträglich wird. Und schauen einfach mal, wie das Ganze so geworden ist. Merz Alben war, finde ich, vorher aber schon ein Ort, der jetzt nicht scheiße aussah. Also ich würde gerne wissen, warum die den reworked haben. Vielleicht, weil es einfach ihren Erwartungen nicht entsprochen hat, die zur Realität nicht gepasst hat. Man muss halt auch sagen, jetzt wo ich hier so reinfahre, das sieht schon deutlich anders aus als vorher. Also vielleicht hat es einfach nicht die Realität entsprochen und sie haben gesagt, okay, wir machen das Ding jetzt nochmal neu. Ist cool, wie man hier so langsam, aber sicher durch ein Wohngebiet bergab runterfährt. Ich will hier irgendwie gar nicht 50 fahren, ne? Weil irgendwie so vom Straßenverlauf und so willst du hier eigentlich gar nicht 50 fahren. Ist vielleicht das dieser Traktor, der hier auch als KI rumfährt? Weiß es nicht. Ach, guck mal, hier verladen die irgendein Gerät auf den Anhänger. Das sieht mega cool aus hier. Das sieht noch besser aus als vorher. Also noch besser als das, was sie vorher gemacht haben. Tatsächlich. Das war ein bisschen eng. Oder sind wir quasi jetzt an dieser Hauptstraße, die es früher schon gab? Ja. Ja. Dann fahre ich mal, hä? Und jetzt haben wir hier natürlich auch... Das ist ja auch typisch für Rheinland-Pfalz. Also der Ecke von Rheinland-Pfalz, die ich kenne zumindest, ist das sehr typisch, dass du extrem enge Ortsdurchfahrten hast.
Also für die Verhältnisse ist, glaube ich, sogar das hier noch zu breit. Als jemand aus dem schönen Mittelhessen kenne ich das fast gar nicht. Da habe ich Bauklötze gestaunt, als ich dort war. Aber sehr cool. Also es sieht halt völlig anders aus als vorher. Aber es sieht unfassbar gut aus jetzt. Auch mit diesen vielen kleinen Details und auch wie hier so dieser. Ihr wisst schon, diese Rampe, dieser Bogen vor dem Haus. Ihr wisst schon, was ich meine. Wir machen der Polizei jetzt erstmal Platz, bevor wir uns hier um Kopf und Kragen reden. Auch hier dieses Baugerüst und so. Also die haben sich schon echt Mühe gegeben. Muss man schon sagen, hier kannst du dann theoretisch auch noch Frachten abholen, ja? Ich habe das Zoomen auf diesem Safecam nicht belegt, aber hier kannst du theoretisch Frachten abholen bei dem Bauernhof. Hier rechts haben wir einen kleinen Supermarkt. Es ist natürlich cool, dass du hier auch immer mal wieder warten und KI vorbeilassen musst, wenn halt auf der rechten Seite mal jemand parkt, ne? Da kommt ein Auto. Dann müssen wir halt hier ein bisschen auf den Randstein ausweichen. Da steht ein Bus. Auch cool. Ja, Einzelunternehmer oder so, keine Ahnung. Echt eine sehr schöne Ortsdurchfahrt tatsächlich. Krass. Gefällt mir auf jeden Fall echt gut. Auch Leute laufen durch die Gegend, Fußgänger. Warte mal. Moment. Ups, falscher Knopf. Ich wollte eigentlich auf den Warnblinker. Was kann ich hier machen? Oha. Das müssten wir tatsächlich mal in dem Video probieren, wie du hier mit einem Trailer. Aber ja, klar, irgendwie wird es schon gehen, aber boah. Krass. Aber ist halt realistisch, ne? Genauso und nicht anders funktioniert es in der Realität ja im Endeffekt auch. Da ist auch nicht alles unfassbar breit und du hast Platz ohne Ende. So, fahren wir jetzt hier an dem parkenden Auto mal vorbei. Wir bleiben mal links, damit wir ein bisschen mehr Platz haben. Der sortiert da seine Pakete. Jetzt fahren wir hier über die Brücke. Ich glaube, an die Brücke erinnere ich mich noch. Ich glaube, das gab es tatsächlich schon in der letzten Version, wenn mich nicht alles täuscht. Krass. Sehr cool. Was wir jetzt aber tatsächlich noch machen werden, habe ich gerade beschlossen. Wir werden uns jetzt hier diese Landstraße hier, die werden wir uns nochmal angucken. Weil da, glaube ich, auch noch ein Stückchen Dorf kommt, was wir uns mal ansehen sollten. Dafür drehen wir jetzt einfach mal frecherweise hier. Ohne das Schild mitzunehmen. Ja, sehr gut. Naja, eher mittelmäßig. Aber wie gesagt, ich war noch nicht in der SCS-Fahrschule. Deswegen kann das auch noch nicht mehr als mittelmäßig sein. Nehmen wir jetzt im Subaru hier einfach mal die Vorfahrt. Und dann fahren wir mal darüber und gucken uns noch die andere Seite an. Ansonsten, wenn ihr mehr Videos auf der RPM sehen wollt, dann schreibt es auch gerne unten rein. Und schreibt auch gerne unten rein, wo ich hier mal langfahren soll oder was ich mal tun soll. Das Ding ist halt so wirklich viel Motivation hier durch... Da haben wir gerade einen Rollerfahrer runtergeholt. So wirklich viel Motivation hier durch die Gegend zu fahren habe ich halt nicht, weil mir die Performance halt regelmäßig ans Bein pinkelt. Ich wollte bei der letzten Map-Version schon mal ein Video mit einem Bus machen. Habe ich auch angefangen, aber da ging irgendwann gar nichts mehr. Ja, das war fast ein Daumenkino. Das finde ich dann halt immer ein bisschen schade. Sowas will ich dann auf YouTube nicht zeigen, weil das ist, also ganz ehrlich, das guckt sich doch keiner an, das ist auch keine Qualität. Aber hier läuft es zum Beispiel im Moment ganz gut. So ein paar kleinere FPS-Drops sind da, aber es ist alles im Rahmen. Das ist noch völlig in Ordnung. Sehr coole Ortsdurchfahrt. Es fühlt sich wirklich unheimlich authentisch an, muss man sagen. Auch die Anordnung hier von den Häusern und sowas. Und ist einfach cool. Es gefällt mir einfach. Es macht einfach einiges her. Und halt auch immer noch dieses Haus hier mit dem Gerüst und so, das ist schon spitze. Das ist schon spitze gemacht. Auch das
die Leute hier alle am Straßenrand parken, trotz der engen Ortsdurchfahrt. Klar, irgendwo müssen sie ja hin, die wohnen ja hier. Haben sicherlich auch nicht alle eine Garage oder einen Parkplatz. Irgendwo müssen sie ihre Autos parken. Sehr cool. Und hier sind wir eben von rechts gekommen. Jetzt fahren wir geradeaus raus. Vorbei einer Bushaltestelle. Vorbei einem Solaris, der gerade an der Bushaltestelle steht. Und dann geht es hier aus dem kleinen Örtchen tatsächlich auch schon raus. Mega. Also ich würde fast schon sagen, das ist mittlerweile der schönste Ort auf der Map. Aber es macht ja auch Sinn, weil es ist ja auch der neueste. Wäre ja schlimm, wenn es nicht so wäre. Hat mir gut gefallen, hier durchzufahren gerade. Ohne Scheiß. Das hat schon Spaß gemacht. Wir fahren jetzt hier nochmal rechts um die Ecke gleich und fahren quasi von der anderen Seite nochmal rein. Und dann soll es das für heute auch schon gewesen sein. Falls ich irgendwas Wichtiges im Changelog vergessen haben sollte oder vergessen haben sollte zu zeigen, dann schreibt es mir doch gerne unten rein. Vielen, vielen Dank nochmal an die Leute von der RPM-Map, dass die mir die aktuelle Beta- oder Vorab-Version zugeschickt haben. Freut mich immer sehr, wenn ich sowas bekomme. Ich probiere es natürlich auch zu zeigen, wenn es meinen Zeitplan zulässt. Beim letzten Mal hat es halt gar nicht geklappt. Da war ich auf der Arbeit beschäftigt ohne Ende. Da hatte ich so gut wie gar keine Zeit, Videos zu machen. Aber jetzt passt es halt irgendwie wieder so ein bisschen. Ich hoffe, die Map ist noch nicht released, wenn das Video hier kommt. Es kommt wahrscheinlich... Ich nehme es am Montagmorgen auf. Ich werde es wahrscheinlich jetzt nicht mehr schaffen, das vor der Arbeit hochzuladen. Dann kommt es wahrscheinlich am Dienstagmittag. Haben wir hier mal wieder so ein kleines außerplanmäßiges Video auf dem Kanal. Auch nicht verkehrt. Aber macht Bock. Macht halt nach wie vor sehr viel Bock zu fahren, die Map. Gerade wenn die Performance mitspielt, hier auf diesen Überlandabschnitten und du hier wirklich diese unfassbar realistische, muss man ja einfach so sagen, Vegetation siehst, dann macht das schon unfassbar viel Spaß. Sehr cool. Also kann ich tatsächlich jedem nur empfehlen, mal in die Map reinzugucken, wenn sie dann bald für die 1.51 kommt. Oder wenn ihr vielleicht noch auf der 1.50 unterwegs seid, dann schaut euch die RPM-Map doch mal auf der 1.50 an, da funktioniert sie auf jeden Fall. Da gibt es auf jeden Fall auch schon eine released Version. Und ich denke mal, das wird dann auch die sein, die ich euch unten verlinke. Oder ich verlinke euch einen Thread im SCS-Forum oder keine Ahnung. Irgendwas wird mir schon einfallen, was ich verlinken kann. Ja. Und dann kommen wir jetzt langsam, sobald wir über diese Kuppe da drüber gefahren sind, wieder an die Stelle, wo wir eben aus dem Wald rausgekommen sind quasi. Ist doch ein bisschen länger geworden, als ich dachte, das Video. Ist ja auch nicht verkehrt. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal bei euch fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.